Moin! Heute wird es Rippchen geben und zwar Sweet Apple Ribs. Und da ich das Ganze schon mal als Textbeitrag gemacht habe, habe ich mir gedacht, da mache ich heute mal ein Video zu. Also viel Spaß! An Zutaten dafür brauchen wir nicht wirklich viel. Da hätten wir zum einen hier 4 Leitern Kotelettrippen aus der Landschlachterei Gerwinath. Vielen Dank, Jörn, nochmal dafür. Und würzen werden wir das Ganze, wie gesagt, mit dem Sweet Apple Ribs Rub von Ankerkraut. Und während der Anzündkamin da im Hintergrund noch durchglüht, kümmern wir uns darum, erstmal die Silberhaut darunter zu machen. Und zwar nehmen wir uns dafür ein Messer und gehen hier so beim zweiten Knochen einmal unter mit dem Messer, die Silberhaut hoch. Und wenn es gut läuft, kann man die danach in einem Rutsch abziehen. Das mit dem Rappen kennt ihr ja. Ganz einfach, Streuer auf und den Rub da drauf. Was ich an dem Sweet Apple Ribs Rub ganz gerne mag, ist, dass er halt eben ein bisschen süßer ist und dass das nicht so das typische Ribs oder der typische Ribs Geschmack ist, den man dann hat, sondern das ist eben eine etwas süßere Geschichte. In dem ursprünglichen Rezept, was auf dem Blog ist, habe ich das Ganze dann noch mit Apfelmarmelade und Ahornsirup glasiert nachher. Das machen wir nachher hier auch nochmal. Allerdings habe ich diesmal keine Apfelmarmelade da, sondern nur Quittenmarmelade, sodass wir diese Kombination nachher mal ausprobieren. Jetzt haben wir hier unsere fertig marinierten Rippchen. Was ich gleich machen werde, ich werde den Anzündkamin hier in den Grill schütten. Das letzte Mal habe ich das im Smoker gemacht. Diesmal soll es im Kugelgrill stattfinden. Ich habe da unten eine Wasserschale drin. Da ist Wasser und ein bisschen Apfelsaft drin. Also ich glaube nicht, dass man da später einen Unterschied rausschmecken wird. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich packe mal ein bisschen Apfelsaft mit rein. So, da liegen jetzt ein paar Greek Fire Briketts unten drin oder so Greek Fire Kohlen und da werde ich gleich noch dann auf die durchgeglühten Briketts die Grillgold Birnenchips geben, die ich neulich auch schon mal benutzt habe. Die habe ich eben wieder für 20 Minuten gewässert und die kommen da gleich einfach noch mit drauf. Jetzt, wie gesagt, die Rippchen in den indirekten Bereich rein. Versuche den Grill gleich so auf 100, 120, 130 Grad einzuregeln. Und da das die kleinere Variante der Rippchen ist, also die Baby Back Ribs, brauchen die ungefähr nur, ich würde mal vermuten, was bei 4, 4,5 Stunden. Also ich werde die auch nicht nach der 3-2-1-Methode garen, sondern die werden einfach 4 Stunden ganz normal hier drin liegen und für die letzte Stunde dann eben noch glasiert werden. Die Rippchen sind jetzt in der Kugel. Hier haben wir leider nicht ganz so viel Platz wie im Smoker, deshalb musste ich die so ein bisschen stapeln. So, jetzt kommt noch eben, wie gesagt, kommen noch die Silgold-Chips dazu. Die werden wir hier so ein bisschen verteilen. Und jetzt bleibt das Ganze dabei etwa 120 Grad für 4 Stunden drin und wir sehen uns nachher zum Glasieren wieder. Gute 3,5 Stunden später sieht das Ganze dann so aus. Ich habe die zwischendurch einfach ein bisschen durchrotiert, einfach damit die gleichmäßig Hitze kriegen. Jetzt werden wir die noch mit Ahornsirup und Quittenmarmelade glasieren und die dann für eine weitere Stunde einfach garen. So, dafür brauchen wir jetzt zum einen mal Quittenmarmelade. Da nehme ich irgendwie so einen guten Esslöffel von. Dann kommt da ein bisschen Ahornsirup mit drauf, sodass man etwa Hälfte Hälfte hat und dann kann man das Ganze mit der Gabel vermengen. Ich lasse in der Zwischenzeit auch den Grill auf, einfach damit die Kohlen noch mal ein bisschen Temperatur kriegen, was für das Glasieren ganz hilfreich ist. So, jetzt haben wir hier unser Gemisch und das pinseln wir einfach auf die Rippchen drauf.
Ich habe mir die gerade nochmal umgedreht, damit ich mit der Unterseite anfangen kann. Und dann nehme ich jetzt einfach so einen Pinsel und trage dann die Marinade auf oder die Glasur. Da braucht man auch gar nicht so viel von nehmen. Das Ding ist nämlich durch den hohen Zuckergehalt, müssen wir gleich aufpassen, dass sie auch nicht dann einfach sehr dunkel werden. Weil wenn diese Glasur karamellisiert, dann kriegen die schnell eine recht dunkle Farbe. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das ist echt ein bisschen fies, wenn man da hier jetzt so drüber gebeugt arbeitet. Weil am liebsten würde man wahrscheinlich gleich schon reinbeißen. Aber das dauert gleich noch eine Dreiviertelstunde. Eine weitere Dreiviertelstunde später ist es nun soweit. Die Rippchen sind fertig. Wir gucken mal rein. So sehen sie aus. Alles super. Die sind jetzt nicht falling off the bone, wie man so schön sagt. Also nichtsdestotrotz kann man das hier so abziehen. Ich probiere mal kurz. Das ist echt geil. Also ich finde diese süße Variante, gerade auch mit dem mit der Glasur hinten raus, das hat was. Ist echt super. Ich bin da schwer begeistert von. Wenn ihr es nachmacht oder euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.